Nutzen Sie die Vorteile des Seniorenpasses. Diesen beantragen und bei Kultur und Freizeit sparen. Mein Name ist Peter Knöbel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ja, meine Damen und Herren, Sie wissen es ja, und das ist in vielen Online-Ausgaben im Internet auch schon beschrieben worden, dass es den sogenannten Rentnerausweis gibt. Diesen Rentnerausweis bekommen Sie, wenn Sie Ihre Altersrente erhalten. Dann haben Sie aufgrund dieses Rentnerausweises, der ja auch im europäischen Ausland zum Teil anerkannt wird, dann als Rentner viele Vorzüge und können hier auch finanziell bei Kultur und bei Sport und anderen wichtigen Dingen, die Sie als Rentner auch noch im Alter machen wollen, dann hier Geld sparen. Aber darum geht es hier heute gar nicht, sondern es geht um den sogenannten Seniorenpass, meine Damen und Herren. Und das ist etwas ganz, ganz anderes. Der Seniorenpass ist de facto eine Vergünstigung, ein Ausweis, den Ihnen Ihre Kommune, Ihre Gemeinde auf Antrag ausstellt. Und dann können Sie in Ihrer Gemeinde und in Ihrer Kommune dann entsprechende kulturelle Einrichtungen und andere Dinge zu ermäßigten Preisen nutzen, wie zum Beispiel Museen, Zoos, Ausflüge, kostengünstigere Ausflüge machen, Schulungen kostengünstiger besuchen und so weiter und so fort. Also nochmal, der Seniorenpass hat nichts mit dem Rentnerausweis zu tun. Das Kernproblem bei dem Seniorenpass ist aber, und das will ich Ihnen einfach auch fairer halber sagen, der Seniorenpass wird nicht von jeder Gemeinde und Kommune angeboten. Er ist eine kostenfreie, sagen wir mal, Sozialleistung für Senioren, für Rentnerinnen und Rentner mit geringeren Einkünften. Und es ist oft so, dass die Gemeinden und Kommunen, die den Seniorenpass anbieten, dann auch das von bestimmten Einkommensgrenzen abhängig machen. Es gibt aber wiederum auch andere Gemeinden und Kommunen, die schlicht und ergreifend sagen, Einkommen interessiert uns hier nicht, sondern uns reicht hier die Vorlage des Altersrentenbescheides aus. Und dann können Sie diesen speziellen Seniorenpass in Ihrer Gemeinde oder Kommune beantragen. Ich will Ihnen das einfach mal zeigen. Nicht jede Gemeinde oder jede Kommune in Deutschland macht beim Seniorenpass mit. Ich bin mal auf die Internetseite des Bundes gegangen, Verwaltung digital, und dort habe ich einfach mal geschaut, welches Bundesland bietet denn überhaupt diesen Seniorenpass an? Und da, ja, staunen Sie, es sind tatsächlich in der Tat, wenn ich das jetzt hier richtig sehe, 8 Bundesländer, eines davon nur in Ostdeutschland, das ist Brandenburg. Und wenn man jetzt hier zum Beispiel, Entschuldigung, und auch Mecklenburg-Vorpommern, also 2 Bundesländer im Osten. Und wenn man jetzt also hier zum Beispiel in Brandenburg mal drauf guckt, dann sehen Sie auch, welche Gemeinden und welche Kommunen oder Landkreise hier an diesen Seniorenpass teilnehmen. Zum Beispiel die Gemeinde Oder-Spree, Havelland und so weiter und so fort. Also, meine Damen und Herren, wenn Sie Interesse an diesem Seniorenpass haben sollten, dann schauen Sie doch bitte einfach mal auf die Internetseite vom Bund.de, Verwaltung Digital, geben dort einfach mal einen Seniorenpass Erteilung, und dann können Sie bitte gucken, ob in Ihrem Bundesland, aus dem Sie kommen, dieser Seniorenpass für Sie auch ausgestellt wird. Sollte er denn tatsächlich da auch in der entsprechenden Kommune und Gemeinde ausgestellt werden, dann informieren Sie sich bitte dort auf deren Internetseiten oder Sie rufen bei Ihrer Gemeinde und Kommune an und fragen nach, unter welchen Bedingungen Sie diesen Seniorenpass erhalten können. Sollte dieser Seniorenpass für Sie ausgestellt werden, bedeutet das für Sie, dass Sie hier finanzielle Vorteile haben. Sie kriegen Ermäßigungen und Ermäßigungen, günstigere Eintrittspreise, wie genannt, für Museen, Zoos und andere kulturelle Einrichtungen, zusätzlich zu den Rentnerausweis, den Sie ja mit dem Rentenbescheid auch erhalten haben. Oder wenn Sie den nicht haben sollten, das ist jetzt neu, den gibt es im Scheckkartenformat als Plastikkarte, dann können Sie den bei Ihrer Rentenversicherung auch nochmal beantragen. Also, meine Damen und Herren, was haben Sie zu verlieren, außer ein bisschen Geld sparen? Gucken Sie einfach mal auf die Internetseite, die ich Ihnen hier praktisch mit eingeblendet habe, und dann können Sie mal schauen, ob Sie diesen Seniorenpass auch für sich beantragen können und die Vorteile vom Seniorenpass für sich nutzen können.
Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich habe dazu einen Beitrag veröffentlicht. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.